Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Team of the Season Prediction. Wir sind am Start in der letzten Episode der Ligue 1 und heute geht es um die Stürmer aus der französischen ersten Spielklasse. Wenn es euch wieder gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch schon mal freuen. Es sind Links in der Videobeschreibung zur Unterstützung über Twitter, Facebook auf jeden Fall auschecken, Instagram, Randy Run und allgemein könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Meinung habt. Welche Spieler kommen ins Team of the Season, welche sollten rein, welche müssen rein, welche können eventuell reinkommen und was haltet ihr von meinen persönlichen Predictions, was haltet ihr eventuell von der Ligue 1 im Gesamten, ist sie zu einseitig mit PSG oder ist es immerhin noch spannend um die internationalen Plätze, würde mich auf jeden Fall interessieren, aber der Daumen nach oben ist natürlich die beste und wichtigste Unterstützung für mich. Wir starten durch und zwar mit dem ersten Spieler und das ist einer, der eine ziemlich nice Saison gespielt hat, obwohl er am Anfang so ein bisschen vielleicht seinem Hype nicht gerecht werden konnte, beziehungsweise das Problem hatte, dass er zu sehr gehypt war. Und zwar ist das Alexandre Lacazette. 84er Rating hat er aktuell. Er hat zwei Informs bekommen und ich denke mal, wenn er ein Team of the Season bekommt, dann wird er, einen 90er Team of the Season bekommen. 92 Tempo, 91 Shooting, 91 Dribbling, 80 Füße, 83 Passen. Das sieht schon alles andere als scheiße aus. Ziemlich krass, ehrlich gesagt. Und das war letztes Jahr schon eine richtig perverse Karte, seine Team of the Season Karte. Und ich denke, dieses Jahr wird es nicht unbedingt anders werden, wenn er denn eine bekommt. Natürlich gibt es da andere Stürmer, die ähnliche Werte haben, die eventuell auch günstiger sind, beziehungsweise die halt einfach gleiche Attribute haben, auch in anderen Ligen, aber ich denke mal, dass gerade in der französischen Liga es, ich würde mal sagen, wenige Spieler gibt, die ihm das Wasser reichen können, vom einmal Können her, Talent und Marktwert und Leistung. Also das ist wirklich alles ein absolut geniales Gesamtpaket bei Alexandre Lacazette und dementsprechend vollkommen sein Team of the Season und diese spezielle Karte. Natürlich gibt es andere Kandidaten, allerdings kommen wir dazu gleich nochmal. Wir machen nämlich erstmal weiter mit dem zweiten Spieler und das ist Michy Batshuayi. Der ist aktuell aktiv für Olympique Marseille und man muss ganz ehrlich sagen, gut, es ist natürlich ein Fakt, dass Marseille diese Saison relativ scheiße war, beziehungsweise dass es nicht so wirklich läuft bei denen. Die sind nur auf dem 15. Tabellenplatz, konnten bisher die, ich sage mal, Erwartungen, die sie an sich selbst gestellt hatten, absolut, aber wirklich absolut überhaupt nicht erfüllen, denn normalerweise hätte man eventuell erwartet, die werden so wieder im Champions League mitspielen oder die werden zumindest Europa League auf jeden Fall kommen, absolut nicht. Die sind absolut im Abstiegskampf beziehungsweise gewesen oder immer noch, das kann man nicht so wirklich beurteilen und das liegt vor allem daran, dass es läuft einfach. Die sagen mir einfach, es läuft nicht und das ist eine ziemlich erstaunliche und traurige Entwicklung, aber für Michy Batshuayi, der ich glaube, vorletzte Saison gewechselt ist und zwar von Lüttich zu eben Marseille, war es immer noch kein schlechter Schritt, denn 15 Tore in 33 Spielen, 9 Vorlagen, das ist eine sehr ordentliche Statistik. Und dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er ein Team of the Season bekommt. Er hat im Winter ein Upgrade bekommen, das muss man auch mal dazu sagen. Er hat keinen Inform, er hätte dementsprechend auch ins Team of the Season aus Consistent kommen können. Aber aufgrund seiner Leistung bzw. der Gesamtleistung von Marseille ist das eher unwahrscheinlich. Aber mit 15 Toren und 9 Vorlagen, also insgesamt 24 Scorer-Punkten, kann man das auf jeden Fall machen. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dementsprechend denke ich, dass er ein Team of the Season definitiv verdient hätte. Ob er einen bekommt, ist die große Frage. Es gibt noch andere Stürmer, die gute Leistungen gemacht haben. Überraschenderweise auch Jimmy Briand, der ehemalige 96er. Aber ich glaube, dass der eher kein Kandidat fürs Team of the Season ist. Nebenbei bemerkt, hat Alexandre Lacazette 17 Tore gemacht und 2 Vorlagen, also insgesamt 19 Scorer-Punkte in 30 Spielen, was definitiv auch in Ordnung ist. Und gerade weil Lyon Zweiter ist, kann man das auf jeden Fall machen. Aber wir sind ja nicht mal bei Alexandre Lacazette, sondern mittlerweile angekommen bei dem dritten Spieler, beziehungsweise der dritten Team of the Season-Karte, die ich hier predikte. Und das ist nochmal ein sehr interessanter Spieler. Und zwar ist es einer, der ebenfalls bereits Inform bekommen hat und den ich im Karrieremodus sehr interessant finde, beziehungsweise allgemein sehr interessant finde. Und sein Name ist Wissam Ben Yedder. Das ist der absolute Superstar von Toulouse und der einzige Grund, warum Toulouse da steht, wo sie momentan sind. Ben Yedder ist ein ziemliches Talent, immer noch, er ist 25 Jahre alt. Aber ich denke noch nicht am Zenit angekommen, auch wenn er diese Saison schon ziemlich zenitastisch spielt. 31 Spiele, 15 Tore und 5 Vorlagen. Richtig geniale Leistung, wenn man bedenkt, dass er bei Toulouse spielt. Das darf man aber immer nicht ganz außer Acht lassen, denn Toulouse ist halt nicht der größte Feind. Sie haben einen Martin Brathwaite, der auch ganz gut spielt vorne drin, aber nichtsdestotrotz stehen die in der Tabelle immerhin nur auf dem, ich muss gerade mal kurz nachgucken, 19. Tabellenplatz. Das heißt, sie sind Vorletzter. Haben natürlich 16 Punkte Vorsprung auf Troyes, aber das ist nicht unbedingt beeindruckend, denn Troyes ist einfach ein wirklicher Absteiger, als Absteiger präsentiert gewesen. Und es ist dementsprechend eigentlich beeindruckend, dass die zwei so eigentlich starke Stürmer, wie eben diesen Issam Ben Yedder, der mit den genannten Leistungsdaten
aufwarten kann. Im Kader haben und dazu noch einen Braithwaite, der ziemlich vielversprechend ist und eigentlich auch gute Leistungen zeigt, wenn man sich seine Scorer-Punkte mal anguckt. Ich werde da voll selber nochmal drauf gehen. Der ist sogar Kapitän bei denen, ist 24 Jahre alt. Dann ist das eigentlich traurig, dass die da unten drin stehen. Und ich denke mal, Benjeda wird auch definitiv nicht mehr absteigen. Er liebt seinen Verein, gar keine Frage. Aber der wird nie im Leben in die Liga 2 gehen. Dafür ist er einfach viel zu gut. Ich erwarte mal, dass der zu irgendeinem Verein geht, wie beispielsweise Nizza, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die spielen nächstes Jahr wahrscheinlich international, beziehungsweise sehr wahrscheinlich. Und da würde er in meinen Augen gut hinpassen. Übrigens hat Braithwaite auch schon 10 Tore gemacht. Also die beiden haben 25 Tore. Ich glaube, Hannover hat insgesamt so viele um den Dreh. Also ganz, ganz starker Sturm, aber irgendwie reicht es ja trotzdem nicht für die Liga, was schade ist. Aber das soll uns nicht aufhalten, denn die Team of the Season-Karte sieht extrem nice aus von Wissam Benjeda. Wir haben da insgesamt 4 Werte über 80, 75 Physis noch dazu. Kann man auf jeden Fall machen. 5-Star-Week von Forster, das gilt eine der besten Cheap-Inform-Karten, eine der besten Non-Rare-Karten und jetzt auch eine der besten Team of the Season-Karten. Zumindest von der Overpowered-Halt her in der Liga. Kommen wir zur letzten und das ist dann nochmal der absolute Superstar der kompletten Liga. Ich denke mal, das war allen klar, dass er kommen würde, früher oder später. Und da ist er, Zlatan Ibrahimovic, der absolute Superstar von Paris Saint-Germain, der wahrscheinlich im Sommer wechseln wird, wenn sie ihm nicht doch noch den Eiffelturm umbauen, beziehungsweise den größeren Turm bauen, beziehungsweise den Eiffelturm umbenennen nach ihm. Er ist ein extrovertierter Spieler. Er ist ein komplett durchgedrehter Spieler. Aber er ist halt einfach ein genialer Fußballer. Und das ist das große Problem. Denn man kann so viel über ihn lästern, wie man möchte. Man kann so viel Negatives versuchen, über ihn zu sagen, wie man möchte. Er bleibt halt einfach ein absolut genialer Spieler. Und dementsprechend gibt es da nichts, wo man sagen könnte, ja. Wie soll man das jetzt beschreiben? Er hat kein Team of the Season verdient. So, Punkt um. Der ist der absolute Top-Torschütze in der Liga. Kann man nichts, aber wirklich gar nichts gegen sagen. Der ist unfickbar. Der hat bisher in jeder Station überzeugt. Gut, bei Barcelona war es ein bisschen schwieriger, weil er sich nicht mit Messi arrangieren konnte. Aber bei Milan war er total krank und bei PSG ist das jedes Jahr wieder. Und dieses Jahr ist nochmal, also 27 Spiele, 32 Tore, 13 Vorlagen. Der braucht 69 Minuten pro Tor. Das ist unnormal. Das ist einfach nur unnormal. Überlegt euch mal, der hat 45 Scorerpunkte in 27 Spielen. Raste mal nicht aus, Andy. Das ist einfach nur genial. Deswegen die Team of the Season-Karte. Hat ein unglaublich krankes Rating mit 96 aufgrund seiner Informs. Natürlich auch, können wir sogar 97 vorstellen, wird es auch wahrscheinlich nicht werden. Ich bin gespannt, was mit Ibra passieren wird im Sommer, wo er hingehen wird. Egal, wohin er gehen wird, egal, wo es ihn verschlägt, er wird das Team auf jeden Fall bereichern und die Liga bereichern. Und es ist schade, dass er PSG verlässt, denn den werden sie so schnell nicht mehr ersetzen können. Gut, das war's. Schreibt mir in die Kommentare eure Vorschläge für den Sturm in der Liga fürs Team of the Season. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr meine Picks bzw. meine Vorschläge in Ordnung findet, ob ihr da irgendwas sagt, ja, der darf auf keinen Fall da rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Episode der Team of the Season Predictions dann mit der Serie A. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.